Willkommen zurück zu Dragon Quest Treasures. Ich habe hier einen Schatz gefunden. Wir sind hier im Hitzegrad und haben wir jetzt mal herausfinden wollen, wo der Schatz denn ist. Ich war überall außer hier. War ja klar. Und yeah, wir haben einen neuen Schatz entdeckt. Wir sind aber nicht einfach nur so hier, weil wir waren hier ja eigentlich schon mal und haben uns schon mal umgeschaut. Nee, wir sind hier, um nicht nur Schätze zu sammeln, sondern weil wir hier ein Stück Schlackenerz finden können und hier unten ist noch ein Mitglied von der Leibgarde. Klar können wir das ja eigentlich noch nicht freischalten. Trotzdem würde ich da versuchen, gleich nochmal hinzulatschen. Zumindest die Leibgarde schon mal anzusprechen. Und ich glaube, hier oben in der Ecke müsste eigentlich sich noch ein Schatz befinden. Zumindest hat das Radar da hinten ausgeschlagen. Und deshalb schauen wir mal gleich. Erstmal wollen uns ein paar nervige Slimes auf den Geist gehen. Na komm, besieg den schnell. Da kam noch nichts. Boom. Alright. Ein Königsschleim. Steht uns aber wohl noch im Wege. Ja, Stufe 15, wollen wir mal schauen. Wir sind alle Stufe 14, 13. Kriegen wir hin. Oder Freunde, das kriegen wir hin. Besiegt ihn. Na komm. Aua. Schaden macht er zwar. Aber wir auch. Okay, weg, 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 weg. Gut, gut, gut. Shatila, du machst das. Shatila, du machst das. Komm. Yes. Sehr nice. Boah, so ein Boss macht uns mittlerweile auch nichts mehr. Daran erkennt man wirklich, dass wir stärker geworden sind. Auch schön gegen die Noobs kämpfen. Es lohnt sich tatsächlich. Auch wenn es vielleicht nervig oder langweilig wirkt, es lohnt sich. Es kann sich wirklich lohnen. Okay, aber wo ist denn der Schatz, den wir suchen? Wo ist denn der? Ist er nicht hier? Warte mal, hier ist was. Neben dem Stein. An der Klippe neben dem Stein. Ist nichts? Okay. Hier, Leute. Einfach hier direkt. Erstmal das einsammeln. Die Feuersteine sind wichtig. Und dann den Schatz. Bam, bam. Wuhu. Und sie freuen sich alle. Was ist das denn? Eine Figur? Ist das wie eine Dämonenfigur oder so? The hell? Oh. Aber. Ja, eigentlich immer mit Rüstung unterwegs sein. Da kriegt man keinen Fallschaden. Und ist scheinbar ein Ticken schneller. Auch wenn ich nicht so wirklich das Gefühl habe, scheinbar ist man ein Ticken schneller. Und ja, komm, Level 9 Schleimnetz. Wenn ihr gegen sie kämpfen wollt, macht ruhig, aber. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und Sachen einsammeln ist natürlich viel, viel einfacher mit Rüstung. Weil es muss immer so 2 Sekunden Animation machen. Und mit der Rüstung muss es nicht. Hier ist ein weiterer Level 18 Königsschleim. Ja gut, der wird natürlich ein bisschen stärker sein. Aber komm. Den werden wir doch auch hinkriegen, oder? Ja genau, hier sind wir richtig. Irgendwo kann man hier noch entlang. Ach, hier kann man entlang. Ja, aber der Schleim steht uns im Weg. Also greifen wir den Schleim an. Was macht der mehr Damage? Das nicht. Aber das ist schon das Richtige? Das war schon das Richtige. Na dann. Ey, hast du da davor, Kollege? Ich würde es sein lassen, wenn ich du wäre. Hast du verstanden? Psch. Schön. Was? Wo geht hier lang? Da ist nichts. Was? Treasure ist hier nicht? Wie geht's nicht, das Treasure? Na egal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal hier lang. Ich will nämlich das Erz eben holen. Andererseits. Nee. Machen wir erstmal das Erz. Und dann das Treasure. Den Treasure. Aha. Eine Höhle. Da wird es wahrscheinlich drin sein, oder? Warum kann ich denn meine Kollegen hier nichts einsammeln? Mach doch mal was. Sag doch mal nützlich, ey. Unfassbar. Muss ich den alles beibringen. Schlackenherz, ein seltener Stein von silbrigem Glanz. Du hast ihn auf Bitte von Axel auf dem Hitzegrad aufgestöbert. Dies muss der Stein sein, nach dem Axel sucht. Meinst du? Kommst du darauf? Okay. Super. Super. Ja, den Schatz hätte ich jetzt aber trotzdem gerne. I'd rather shut up. Okay, also hier war der Schatz, ne?
geht. Ihr schlagt eure Radaren an. Wo denn? Ja, okay, doch, hier unten. Und zumindest müssen wir hier mit runter. Aua, das war viel zu weit oben. Mann, Idiot. Wo denn? Ja, hier oben. Ich weiß aber nicht, ob wir da hoch können. Wird schwierig. Ich kann es versuchen, aber ich weiß es nicht. Ah ja, und wir hatten eigentlich noch vor, gleich in ein neues Gebiet zu gehen. Ein Gebiet haben wir nämlich noch gar nicht erkundet. Und das würde ich gerne nochmal machen. Den Jump soll ich schaffen. Das soll ich schaffen. Boi. Nein? Das ist normal. Ernsthaft? Willst du mir sagen, das geht nicht? Oh, doch, doch, das geht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir kommen hier hoch. Und hier ist ein Treasure in der Nähe. Oh, wow. Was soll das? Idiot. Ach, hier direkt hier. Vorne die Kiste. Okay, nice. Danke. Das verschafft mir einiges an Zeit. Und Arbeit. Wow. Oh, wie schön es leuchtet. Wow. Ein Hut. Geil. Und Prinzenpulver, eine staubartige Substanz voller magischer Macht. Für Kugeln. Wenn wir das endlich mal herstellen können irgendwann. Vielleicht mit der Hilfe von Axel. Kann ich mir vorstellen. Okay, wir haben jetzt zwei Orte, wo wir hin können. Das eine ist Axel. Machen wir noch. Und hier Animons Leibgarde. Machen wir zuerst. Ich würde erstmal mit der Leibgarde sprechen. So, bevor ich hier den Fallschaden nehme, fahre ich mit der Rüstung runter. Kriege ich nämlich gar keinen. Genau. Schau mal, hier ist auch der Eingang. Zumindest sieht das wie ein Eingang aus. Oder ist hier ein neues Gebiet? Weiß nicht. Also eine Region, neues Gebiet, keine Ahnung. Oh, was? Oh, hier unten. Unter der Treppe. Danke. Kostenloser Schatz. Wir haben hier wirklich eine gute Ausbildung gemacht. Bam, bam. Ich habe wirklich Spaß mit dem Spiel. Klar, manche Bosse sind schwer und manche Fähigkeiten... Oh, eine Tasse? Was? Einfach eine Tasse? Lol. Ja, und manche Fähigkeiten wie Herstellen von Sachen schaltet man viel zu spät frei, aber... Dennoch... Ich hatte meinen Spaß. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Monster viel mehr in dem Kampf ausrichten können als ich. Die machen wirklich mehr als die Hälfte der Arbeit. So 60% der Arbeit des Kampfes machen die. Hier ist noch ein Treasure, Alter. Ich werde hier voll gefüttert von den Treasures. Ich beschwere mich nicht, aber trotzdem, das ist so viel. Crazy. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier richtig lang gehe. Ja. Warte. Schau mal kurz, wie es ist. Ist der das? Wo? Bin ich auf dem Weg? Direkt vor uns! Ja toll, da würde ich sowieso nachschauen. Och man. Ich denke mir manchmal, schaue ich lieber nach. Aber dann denke ich mir, wenn ich nachgeschaut habe, Mann, warum habe ich nachgeschaut? Direkt vor mir. Ah, ich weiß auch nicht, Friends. Ich weiß auch nicht. Better get this appraised. Sieht aus wie so ein paar Postkarten oder so. Bam, 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 bam. Shatila braucht noch ein bisschen, aber sonst sind wir alle Level 14. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Zwei gigantische Gemüsezwiebeln. Danke, Spiel. Da vorne ist es. So groß ist das Gebiet gar nicht. Es sieht sehr groß aus, aber irgendwie kommt man hier gut voran. Hier gut entlang. Beides. Ja doch, so ein bisschen Unterschied merke ich schon. Man ist schon ein kleines Ticken schneller, wenn man auf den Typen reitet. Aber jetzt auch nicht so viel. Dun, 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 dun. Also ich sag's mal so, es ist gut ihn zu haben. Was? Oh, 21 Euro, shit. Es ist gut ihn zu haben, um schneller voranzukommen, aber ich hätte nichts dagegen, ihn auszutauschen gegen den anderen. Alter, hier ist noch ein Schatz! Ich werd so voll gefüttert von dem Spiel. Hier sind überall Schätze. Okay, ich nehme die Richtung, aber ich will erstmal mit der Leibgarde reden. Genau. Hier waren wir ja schon mal, aber wir haben nicht die Herausforderung, Requirements gehabt, die wir brauchen, um das hier in Stand zu setzen, denn uns fehlt ja noch etwas. Ah ne, ist schon abgeschossen. Ach, das hatten wir. Hä? Hatten wir dann das hier nicht?
Keine Ahnung. Egal. Hallo. Hallo, ich bin Fravonius und gehöre zu Prinzessin Endemons Prätorianergarde. Ihre Hoheit hat mich instruiert, diese Region zu erkunden. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du ein aufstrebender Schatzjäger. Ganz recht, dein Ruf eilt dir voraus. Tatsächlich möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Natürlich gegen eine angemessene Belohnung. Wenn du mir zur Hand gehst, bekommst du etwas Besonderes von mir. Einen seltenen Schlüssel, den ich unterwegs aufgelesen habe. Na, interessiert? Ja, warum nicht? Ja, hervorragend. Also ich habe Grund zu der Annahme, dass es auf dieser Insel ein steinernes Monument gibt. Ich würde gerne danach suchen, aber nun, die Monster in dieser Gegend, sie sind zu wild für meinen Geschmack. Deshalb wäre es mir lieber, wenn du das Monument an meiner Stadt finden würdest. Komm danach bitte zurück und berichte mir, was darauf geschrieben steht. Das Steinmonument sollte sich irgendwo in der sengenden Senke befinden. Viel Glück, Sonne Schatzjäger. Es ist nicht hier, es ist hier. In der sengenden Senke. Okay. Ja, ich glaube, ich tippe mich dann einfach hier hin. Mach das hier eben. Geh hier kurz entlang. Oder halt hier so entlang, um was Neues zu entdecken. Weil das haben wir leider nicht freigeschaltet, glaube ich. Diese heiße Höhen. Aber warte mal. Bevor wir das jetzt machen, hole ich doch eben den Schatz. Der müsste sich hier bei dem Fossil irgendwo verstecken. Ja? Habe ich recht? Doch, eigentlich schon. Hier wahrscheinlich, in dem Felsen, oder? Oder unter mir? Schauen wir kurz nach. Ja, ich schaue nochmal nach. Lieber nochmal nachschauen. Ey, das gibt's doch nicht. Da. Ey, ich hab grad so einen Facepalm, ne, ehrlich. Ich kann das langsam nicht mehr spielen. Ich kann das nicht mehr. Ey, ich brech das hier ab. Ich brech das jetzt. Nein, Spaß. Oh, eine Medaille! Als Pfeil oder so. Yay, Level 15! Wuhu! Als Level 15, finde ich, starten wir endlich mal richtig rein. Damit können wir auch einiges mehr erreichen. Ja, komm, fahren wir eben hier. Mit dem Zug. Mit der Zuggesellschaft. Boah. Hier ist auch schon das Panel. Okay, also Hitzegrad. Ja, da unten haben wir es nicht freigeschaltet. Ich glaube, da wollte er aber auch irgendwie 4 Sanguinid oder so haben. Woher soll ich das haben, Mann? Scheinbar kann man später die Sanguinids öfter finden. Aber ich weiß nicht, wie, wo und wann. Vermutlich sind die für später. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Denken. Genau. Ehrliche Einschätzung von mir. Wir haben schon so viel Gepäck. Wir können eigentlich schon nach Hause abhauen. Aber egal. Wir gehen erstmal weiter. Wir machen erstmal, was uns befohlen wurde, sage ich mal. Ja, komm, hilf mir. Schneller sein. Und dann gehen wir dahin. Dieser Kaktus sieht aber so ähnlich aus wie denen, die wir bekommen haben, ne? Finde ich zumindest. Kannst nicht reden, während du draufstehst. Okay. Ich hab mir nach so einem starken Herz schon die Hacken abgelaufen, aber weit und breit nichts gefunden. Ich weiß genau, der den auf der kalten Schulter geben muss. Was meinst du? Du hast das Schlackenherz gefunden, sagst du? Gut, dann rückt der Jude Stück mal raus und ich mache eine Kugelwerkstatt an der Basis auf. Yes, let's go! Endlich können wir Kugeln herstellen. Ja. Ja, dann kriege ich mal. Ja, das kann nur Schlackenherz sein. Ich danke dir. Dann will ich dir einen Gefallen mal erwidern und eine Kugelwerkstatt für dir aufmachen. Wir sehen uns denn auf der Drachenbande-Insel, ja? Ich frage mich, ob der Fräulein Cecilie noch in der Personalstelle arbeitet, die so heißt. Na, dann will ich mal meine Koffer packen. Geh du schon mal voran. Wir sehen uns vor Ort. Okay. Boah. Schaut euch das mal an. Da hinten im Lavagebiet. Da sollen wir entlang? Paradiesvogel, aber das ist ein Schatz. Das ist einfach so ein Schatz. Ja, okay, wie sollen wir da hinkommen? Vergessen was. Wenn ich da jetzt runterspringe. Ist, glaube ich, keine so gute Idee. Okay, Freunde, ich glaube, ich gehe einfach mal den Weg hier komplett entlang. Besiege auf dem Weg mal ein paar Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder, weil das ist ja schon eher langweilig. Und ich traue mich noch nicht hier lang zu gehen, weil ich glaube, das ist ein bisschen noch zu schwierig für uns. Also, ja. Bro, was soll das heißen? Hier ist ein Schatz. Habe ich wirklich alles verpasst in diesem Spiel? Also hier soll wohl ein Schatz sein. Können wir uns das merken?
also kann ich mir das merken. Ich glaube, ich weiß, wie ich mir das merken kann, indem ich auffallend hier in eine Richtung gehe. Damit es auf der Map markiert ist. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Wirklich ziemlich breit. Ja. Ich hoffe, ich kann es mir merken. Na, jetzt komme ich da nicht dran. Okay, ich glaube, so langsam sind wir ungefähr angekommen. Muss halt jetzt ganz viel in die Richtung gehen. 70 Meter. Und dann sollten wir schon da sein. Ich hätte auch vorher schon abspringen können, aber da waren so über Level 20 Gegner mit rotem Namen. Ich hatte Angst und habe mich nicht getraut und hab's gelassen. Und ey, was soll das? Was habt ihr für ein Problem mit uns? Seid doch einfach nett. Mensch, immer diese Monster, die nicht nett sind. Okay. Hier kommen wir ein bisschen runter. Wie aufgeprallt? Sehr gut, tatsächlich. Gut gewappnet, glaube ich nicht. Na, man. Na, man. Hier wird die schlafen. Lass sie schlafen. Hier unten ist es. Rechts hier unter uns. Fallen wir runter? Ich hoffe, ich komme wieder hoch. Ich habe keine Ahnung, was mein Plan ist, wieder rauszukommen. Ich weiß nur, dass wir hier die Tafel haben. Ist gut versteckt. Schauen wir uns sie an. Alte Runen wurden in das Monument eingemeißelt, aber Eric kann nicht lesen, aber Schnursula kann es lesen. Der Drache, die Krone der lebendigen Schöpfung, wird bedacht mit dem Schutz der Drachengötter und Unsterblichkeit im Himmel. Wow! Crazy! Level 26 Todesprinz? Miep! Ich will mir sein Gesicht ansehen. Wir wissen, wie er aussieht. Okay, hier kommen wir wirklich nur mit Flatter ruhig. Ey, das machst du! Ah ne, wir können auch so entlang springen. Okay. Alter, schaut ihn euch an. Okay, wenn wir einmal runterfallen, ist vorbei, ne? Kriegen wir gerade Schaden. Ne, ich glaube, den Chimärenflügel muss ich jetzt verwenden. Sei denn, es gibt hier mittendrin so ein Weg. Ja doch, hier gibt es einen Weg. Ich springe hier entlang. Auf die große Gurke. Ne, das glaube ich. Dann hier entlang. Okay, ich versuch's. Er darf uns aber nicht sehen. Todesprinz, Alter. Stufe 26, ist viel zu stark. Alter, oh oh. Ich habe gerade ein sehr schlechtes Timing genommen, ne? Nein, nein, nicht abschießen. Auf keinen Fall. Und eine Todesrüstung da hinten auch noch. Ja, ist klar, Mann. Ist klar. Nein, 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 nein. You got this. Okay, ich renn. Er sieht uns. Er wird uns sehen. Er wird uns sehen. Ja, er hat uns gesehen. Es ist so over, Mann. Es ist so over. Oh, die dürfen nicht sterben. Die dürfen nicht sterben. Kommt schnell, kommt schnell. Ja, wenn die sterben, müssen unsere Schätze weg. Heiße Höhlen. Kommt her! Oh oh. Muss ich den Chimärenflügel benutzen? Achte auf deren Leben. Oh, sie haben es durchgeschafft. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gänsehaut. Okay. Wo gehen wir lang? Wir gehen hier entlang. An der Todesrüstung vorbei. Boah, ist das spannend, ey. Alter! Alter! Ich soll hier lang! Da gibt's einen Weg nach oben. Nein. Okay, ich versuch's, ich versuch's. Ich renn. Komm, wir rennen. Wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Wir versuchen uns einen Henker. Junge, warum sind das so OP? Auf die Leben achten unten. Rubin-Golem! Oh, die kann man besiegen. Die kann man besiegen. Die sind ja gar nicht mal so stark. Hey, besiegen wir die doch. Komm, kämpfen wir gegen den Rubin-Golem. Den können wir schaffen. Hat der andere uns gesehen? Ich glaube, er hat uns nicht ganz gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Oh nein, jemand ist gestorben. Ah nee, nur Schatz fallen gelassen, warum auch immer. Scheinbar geht das auch. Oh oh, oh oh, war keine gute Idee. Müssen die weg. Ist zu stark. Umbra. Verdammt. Kommt her! Kommt her! Shit.
Okay, Notfall, Notfall, Notfall. Notfall, Notfall. Schön. We should get all that treasure appraised. Ja. Weg ist er. We should get all that treasure. Jetzt leb wieder! Gott, der Stress. Oh nein, die Monster kommen jetzt. Wenn die Schätze sehen. Das ist überhaupt nicht gut. Es war sehr riskant, aber ich will den Chimärenflügel nur im Notfall benutzen. Ich meine, ja, okay, es ist mehr oder weniger schon ein Notfall, aber trotzdem. Jetzt war es gerade viel zu spät. Ich dachte, wir können die besiegen. Aber ich schätze, wir waren nicht aufgeheilt vielleicht? War es das vielleicht? War es hier ein Schatz? Ja, toll. Ich komme an den Schatz nicht ran. Egal, ich weiß zumindest, dass hier ein Schatz ist. Und hier auch. Hier ist auch noch was. Noch ein Schatz. Den nehme ich mir aber mit. Aha. Eine weitere Medaille. Ultramarine-Soldat-Medaille. Aha. Cool. Cool, Mann. Okay, den Schatz holen wir uns. Der wird da nicht despawnen, gehe ich mal von aus. Ja, da jetzt hoch und lang rennen. Ich muss kurz mein Team aufheilen. Sonst überleben wir das nicht. Du kriegst eine. Wo seid ihr? Hallo? Du kriegst zwei Stück. Und Schwabelinda kann sich eigentlich selber heilen, aber eigentlich wollte ich sie auch mitheilen. Ich weiß aber nicht, wo sie ist. Da hinten, was passt denn da hinten, Fräulein? Ja, bitteschön. Okay, Freunde, den restlichen Weg gehe ich dann eben offscreen hier entlang. Ich weiß nicht, ob wir den besiegen sollten. Wahrscheinlich eher nicht. Ach du. Das Rivalentier hat sich mit deinem. Hat sich mit deinem fallen geschossenen Schatz. Was? Okay, keine Ahnung. Gehen wir hier schnell entlang. Feuriger Drachling, Alter. Hier sind so viele krasse Monster. Okay. Wo bin ich? Ich bin unter der Brücke. Oh. Okay, das habe ich nicht bedacht. Aber hier kann ich lang. Hier komme ich nach oben. Richtig? Das bringt mich ganz woanders hin. Nein. Ich glaube, ich komme nicht mehr weg. Ich glaube, ich muss den Chimärenflügel benutzen. Aber ich versuch's noch. Ich versuch's noch. Hier hochzuklettern. Das wird nichts. Na, niemals. Das wird niemals was. Und die sterben auch gerade im Lava. Nein, okay. Freunde, ich benutze den Flügel. Oh, nett. Tut mir leid, aber es muss sein. Ja. Auf zur Base. Mit all unseren Schätzen. Ah, das tut schon weh. Das tut schon weh, muss ich zugeben. Aber egal, wir können uns ja dahin teleportieren, zu den Typen mit dem Reden und Indiana Jones Hut, was? Oh mein Gott. Was war das denn? Merchandise! Wie macht das denn hier in der Lore Sinn? Radiergummi-Set. Oh, ich will die jetzt. Ich will die Notebook jetzt haben. 330k, eine außergewöhnliche Sammlung gerade der Radiergummis, die wie diverse Monster geformt sind. Ey, wie geil sind die? Ich will die legit unbedingt haben. Wie cool sind die denn? Oh mein Gott. Baumstumpf? Was ist das? Mutterkrautwurzel. 181k, 250. Und nein, noch mehr. 199, fast 200k. Der unterirdische Teil einer Pflanze, die Krankheiten aller Arten zu heilen vermag. Also doch. Und das ist eine Actionfigur mit einem süßen Bären. Leitenrüstung. Ja, Rangvorteil. Aber durch den Rang kriegen wir höhere Preise. 244k. Eine Rüstung, die jeglichen Chancen zunichte macht, wenn man sie zu einem Forschungsgespräch trägt. Ja, Mann, glaub auch. Hä? Eine Monstertasse, eine Schleimtasse. Schleimteetasse. LOL. Das ist ja geil. 175k. Dieses reizende kleine Tee-Service besteht aus natürlichen Zellkurvenholz für echte Connoisseurs. Wenn man das ausspricht. Ja. Pfand des Prinzen. Sieht nett aus.
450k, ein Geschenk von einem Prinzen, das mit aufrichtiger Liebe und Zuneigung erfüllt ist. Kräuter! Was? Kräuteraufguss? Du tast auf jeden Fall. 66k nur. Eine Arznei, die Marfa aus Brandkraut braute. Man spürt ihre wunderbar wärmende Wirkung am ganzen Körper. Und warum hat sie die Tasse unter der Brücke liegen lassen? Der Goldpass für den Dragon Quest World Village. Belohnungskarten. Boah, wie viel? 1,3 Mille. Eine Karten... fast sogar 1,4. Eine Kartensammlung, die eifrige Spaziergänger mit Punkten und Preisen belohnt. Ausgezeichnet, mittelmäßig gut. Wow. Gott, aber haben wir sogar schon. Eyes on the prize. Ich glaube, wir haben sogar schon so viel erreicht. Das ging ja voll schnell. Finde ich. Also gut, bis Stufe 3 hat es lang gedauert, aber Stufe 4 ging es voll schnell. Fähige Jäger, danke dir. Danke. Ein Robotschafter ist in der Basis erschienen. Sprich ihn vor dem Bahnhof an, dann wird er dir helfen, Brücken zu anderen Teams zu bauen. Wait, what? Erfolg beruht auf gute Zusammenarbeit. Nice. Jetzt geht's weiter. Hello, Eric. Ich kann gar nicht glauben, wie viele Schätze du schon zusammengetragen hast. Wenn du erlaubst, möchte ich dir jemanden vorstellen. Einen lieben Freund von mir. Der Hut. Sehr erfreut, Eric. Ich bin Alan, der Robotschafter. Mit einer 4 bitte als zweites A. Von Herrn Blechheimer habe ich Daten über dein Team erhalten, Möglichkeit der Hilfe festgestellt. Ich kann die Verbindung zu anderen Teams herstellen, Teams aus entfernten Orten. Du versteckst einen ausgewählten Schatz an einem ausgewählten Ort, andere Teams suchen ihn, Ergebnis, Vergnügen. Falls Interesse vorhanden, bitte mit mir reden. Okay. Du kannst jetzt mit anderen Teams interagieren, sprich mit Alan, um mehr zu erfahren. Okay. Weiß nicht genau, wie das gemeint ist, aber seine Beine nämlich irgendwie an dieses eine Spielzeug. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ein blaues Spielzeug mit so einem Rohr als Mund. Ach, keine Ahnung, ich kann das nicht erklären. Alan weiß alles über Diplomatie und die Beziehungen zwischen Teams. Sprich mit ihm, wenn du mehr erfahren möchtest. Oh, eine Nachricht vom Vorarbeiter habe ich auch noch. Wie du weißt, hat er sich die Tür unten im Gewirr angesehen. Tja, er hat sie aufbekommen tatsächlich. Du solltest dich dorthin begeben und mehr herausfinden, und zwar schleunigst. Aha. Eric und die anderen begeben sich zum Gewirr, um den Vorarbeiter aufzusuchen. Ich wollte eigentlich noch zum Lava-Gebiet. Aber okay, dann hat er es gleich. Du hast aufbekommen, ja? Ja, hallo, ich hab's geschafft, die Tür aufzubrechen, wie du siehst. Danke für all deine Mühe, Herr Vorarbeiter. Also, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Hätte mir nicht einfach einen Schlüssel finden können hier? Na egal. Ich hab's aufgebrochen. Hä? Ein Portal? Das ist eines dieser Teleportale, oder? Wohin es wohl führt? Wir müssen aber Vorsicht walten lassen. Auf der anderen Seite sind zwar bestimmt Schätze, aber es könnte da auch gefährlich sein. Du hast recht. Was? Noch ein Tor? Oh, der Vorarbeiter hat anscheinend was entdeckt. Vielleicht solltest du das genau ansehen, wenn du etwas Zeit erübrigen kannst. Nein, ich will sofort durch. Nein, komm. Du kannst das Gewirr erkunden. Okay, du kannst jetzt zur Oberfläche zurückkehren, indem du im Hauptmenü zum Bahnhof oder zurückziehen auswählst. Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch, Spiel. Ja, noch ein Tor. Dachte ich mir. Nee, warte. Hä? Ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter als nur noch ein Tor. Was wohl unter dem Zeug ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ich fange an zu graben. Na los, amüsier dich ein bisschen, ehe du dich versiehst. Ist das hier erledigt? Wenn du keine Lust hast, die ganzen Treppen hochzusteigen, dann wähle im Hauptmenü zum Bahnhof aus. Schatzprogramm hat sich verändert. Was? Mittelheilungskugelformel. Ein Dokument mit der Formel zur Herstellung von Mittelheilungskugeln. Schwierigkeit Mittel. Also, die heilen mehr, oder wie? Anleitungen zum Erfolg. Neue Rezepte erweitern die Speisekarte von Chess Blank Manager und neue Formeln bedeuten neue Kugeln im Atelier. Du kannst nur die Materialien dafür auftreiben. Achso, du musst nur die Materialien, okay. Rezepte und Formeln kannst du in Lehen oder Bahnhöfen kaufen oder in den hölzernen Truhen finden, auf die du hier und da stoßen wirst. Du solltest alle, die du findest, zum Chef bringen, beziehungsweise zum Atelier. Und hier? Ein Sanguinit! Die brauchen wir! Geil! Let's go!
Eins ist ein bisschen wenig, aber hey, wir haben eins. Ja. Empfohlene Stufe 10. Okay. Das heißt, das ist wie so ein Dungeon oder was? Okay, ich glaube, da wird es dann richtig gefährlich abgehen. Warte, ich will mich ganz kurz darauf vorbereiten. Lass uns. Das mit dem Hitzegrad können wir auch in der nächsten Folge machen. Das ist nicht so schlimm. Ich werde es mir ja merken. Es geht ja auch schnell. Aber wir sollten uns vielleicht noch mal ein bisschen vorbereiten. Level 15 und 14. Doch, das passt ja eigentlich. Das ist ja empfohlene Stufe 10. Man muss hier mindestens Stufe 10 sein. Wir sind Stufe 15. Also wir haben nicht so viel geskippt zum Glück. Aber warte mal kurz. Sie will ja auch noch was mit uns besprechen. Hallöchen. Das hier haben wir geschafft. Jetzt wurde es erwähnt. Ich habe kürzlich eine Nachricht von Axel erhalten. Allem Anschein nach ist er schon auf dem Weg hierher, um sein Kugelgeschäft zu eröffnen. Ah, wenn mich nicht alles täuscht, ist Axel sogar schon eingetroffen. Diese muskulösen Schulter, da kenne ich doch sofort. Doch, nun bin ich also hier. Wie abgemacht? Lange nicht gesehen, Axel. Willkommen zurück. Danke, Frau. Danke, Fräulein Cecilie. Ihr seid also immer noch in der Personalstelle. Ja? Ihr wisst ja bestimmt, dass ich hier ein Kugelgeschäft aufmachen soll. Je eher, desto besser. Selbstverständlich, wir haben bereits Räumlichkeiten für euch vorbereitet. Axels Kugelatelier hat nun in der Basis von Team Drachenbande geöffnet. Yippie! Open for business. Ja, open for business. Jetzt, wo Axels Geschäft geöffnet hat, kannst du deinen Kugelvorrat jederzeit aufstocken. Bald werden wieder Hammerschläge durch den Bahnhof hallen. Wenn du was vom Kugelatelier brauchst, dann sag mir einfach Bescheid. Käufe müssen nämlich über die Personalstelle abgewickelt werden. Das ist Firmenpolitik. Okay. Thank you very much. Thank you. Angeblich soll irgendwo. Okay. I have something new to offer you. Okay, kaufen wir mal ein. Wenn du Axel die richtigen Materialien in seine Kugelwerkstatt lieferst, stellt er mächtige Munition für dich her. Halte damit Verbündete oder füge Gegnern gewaltigen Schaden zu. Geschosse für Bosse. Aha. Du kannst Axels Repertoire erweitern, indem du ihm Formeln bringst, die du in den Schatztruhen oder Läden finden kannst. Die besten Formeln erfordern die seltensten Materialien. Alright. Stellen wir her. Kaufen geht ja immer. Aber herstellen. Das können wir nicht immer. Aber dafür brauchen wir die Sachen, die wir gefunden haben. Ja, ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Mittelheilkugel. Können wir noch nicht machen. Angriff, Heilung, sonstige. Aha. Verstehe. Abrakugel. Steht MP her. Ja, okay, das ist ganz nett hier alles mit den Kugeln. Aber was ist mit dem Kochen? Das würde ich auch noch gerne freischalten. Na gut, aber können wir noch nicht. Können wir uns zumindest noch eine Bewerber reintun? Ein Monster hat von den Heldentaten meines Teams gehört und möchte sich dir anschließen. Haua! Bro! Na gut, also Sabrina! Sabrina kann endlich reinkommen. Das ist immer wichtig, dass wir hier das hier bevorzugen, damit wir hier auch mehr Platz bekommen. Excellent. Ne, passt schon. So wie es jetzt gerade ist, ist es in Ordnung. Okay. Dann gehen wir nach unten in das Portal rein. Ich fühle mich ready. Ich glaube, das kriegen wir hin. Achso, und nicht vergessen, immer wieder ab und zu mal abzuspeichern. Man sieht, weil ich das gespeichert habe. Ich suchte jetzt zu viel. Ich muss mal weniger zocken, Mann. Das Spiel macht so Spaß. Nee, ehrlich, bisher kann ich das Spiel empfehlen. Klar, es ist fast, nicht ganz, aber fast ein Vollpreistitel bei, lass mich lügen, 40 Euro oder so. Aber hey, es kommt öfter in den Sale. Und ihr seht ja, was für ein Spaß euch erwarten kann. In das Monument wurden offenbar alte Runen eingemeißelt. Aber Mida kann es nicht entziffern. Geht das nur mit Eric? Ich glaube nicht. Egal, gehen wir da hinein. Portal U1. Und wo kommen wir raus? In einem Kampfraum. Ein Teleportal erscheint. Ebene 1. Rein da. Okay, das wird so ein paar Ebenen sein hier alles. Okay. Ebene 2. Ich vermute mal so 10 Ebenen wird das sein. Würde Sinn machen. Und schau mal, wie stark wir auf einmal sind. 10 Schaden auf die. Wow. Krass.
Ich glaube, Mina und Eric sind exakt gleich, deshalb macht das wahrscheinlich nicht deswegen den Unterschied, dass wir jetzt wieder genommen haben. Boah, krass, die Musik ist auch cool. Ich meine, okay, es ist ein Dragon Quest Spiel, die Musik ist immer toll, was immer die gleiche ist. Aber dennoch. Aua, okay, lange müssen wir ein bisschen heilen. Dann noch ein bisschen mehr. So, gut. Weiter geht's. Und wir waschen das hier so durch. Aber das Combat in diesem Spiel ist auch schnell, muss man sagen. Ist auch relativ schnell. Ja, Steine. Bam. Edge. Hey, siehst du mich nicht? Der ignoriert mich komplett. Ach, selber schuld. Die droppen aber auch nicht. Das ist wirklich nur für Geld und Erfahrung. Ja, Erfahrung droppen die nicht. Ich hab mal gerade gesehen. Okay. Wo sind wir jetzt? Ebene 5? Ja. Hörst du denn? Du bist ja nett. Mit einem schicken Hut. Oh, wie süß. Oh, hätte nicht gedacht, dass hier unten noch jemand ist. Ich tappe orientierungsmäßig ein bisschen im Dunkeln. Also ruhig, mich aus, bevor ich den Ausgang suche. Aber wo du schon mal da bist, könntest du ein bisschen Licht in meinen Tag bringen, indem du etwas kaufst. Ich bin nämlich ein reisender Händler. Aha, so einer bist du also. Stärkungskugel erhöht die Abwehr des Verbündeten und den Angriff, Geschick und Magie. Energie, Beschleunigung, Ping. Ping, ping. Nee, danke, Mann, aber nett von dir. Okay, dann nicht. Sehr creep, ey. Mein Gott. Ich würde da niemals einen Schatila in mein Team reintun, ne? Oh, warte. Oh, wir haben einen, einen Drachen. Ich würde Geist sagen. Wir haben einen Drachen. Oh, geil, wir haben ihn gebändigt. Man kann ja so auch welche bändigen. Oh, ich hoffe, den kann ich gleich direkt in mein Team tun. Das wäre so cool. Off to the base we go. Nein, noch nicht. Wir müssen noch tiefer hineindringen. Ebene 7, was bist du denn für einer? Sieht mir nicht aus wie ein Gegner. Eine eisige Energie durchströmt deinen Körper. Du und deine Verbündeten wurden kryonisiert. Was heißt das? Wir haben irgendwie Kälteschutz? Oder so? Okay, diabolischer Draco. Wie böse er aussieht. Das der hat so einen Blick wie, Kranfried, glaube ich, hieß der aus Mario. Hat so einen Blick draus. Weg mit dem. Take this! Das gefällt mir. Das passt gut zu diesem Spiel, diese Mini-Dungeons, sag ich mal. Normaler Schleim? Basic-ass Schleim? Krempengrunzer wurde gebändigt. Weißt du, was für einer? Keine Ahnung. Irgendeiner, auf jeden Fall. Oh, muss ich heilen. Schön. Du spürst die Präsenz eines mächtigen Gegners auf der anderen Seite des Portals. Oh, Ebene 10 ist also schon der Boss. Alright, let's go. Let's fight him. Goldener Goliath, Level 15. Das ist auf unserem Level. Kumpelblase, Kumpelblase. How do you like this? Oh, die ist effektiv. Ich hab keine mehr. Keine Ahnung, Steine. Okay, das ist ein richtiger Bosskampf hier. Also ein richtiger Bosskampf. Ich sollte vielleicht hinten bleiben und versuchen zu heilen. Mit meinen Heilkugeln. Ja, nimm die Heilung. Nimm die Heilung, alle. Du auch, Shatila. Nimm die Heilung. Okay, und dann den Stein auf ihn. Oh, er ist gerade verwirrt. Er ist gerade verwirrt. Angriff. Bam, 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 bam. Oh, die Hälfte ist weg, die Hälfte ist weg. Und oh, das geht ja noch voll. Das ist stärker als erwartet. 100er Schaden. Wer war das von euch? Ein Stolz auf euch. Hier, Healing. Ja, noch geht's. Er sieht so bedrohlich aus, aber er ist eigentlich schon nicht so schwer. Es wird wirklich nicht so schwer. Hat es einfach nur Gold angemalt. Oder er besteht aus Gold. Das Gold wurde lebendig und will jetzt Menschen töten, aber... Oder Monster töten, besser gesagt. Monster und Menschen. Egal, ist vorbei. Du hast den goldenen Blin! Du hast den goldenen Goliath besiegt. Badabam, bam, bam, bam. Ja? Nein? Belohnungen! 3 Minuten ungefähr. Eine Medaille kriege ich. Das war's. Easy peasy. Ja, echt so. Easy peasy. Der Feind hat offenbar etwas fein gelassen. Nida erhält 5 Brocken Sanguinit. Was? 5 Stück? Ich bin am Zittern. Was? 5 Stück? Ich dachte, die sind selten. Ein Pustekuchen! Geil! Und das? Hey.
Hey! Was, Eric? Was machst du denn hier, Eric? Hä? Wie ich gehört habe, wolltest du nachsehen, was auf der anderen Seite des Portals ist. Ich komme auch mit. Hm? Boah, eine schicke Schatztruhe, die du gefunden hast. Öffne wir sie doch. Okay, für die Katzen muss er wahrscheinlich da sein. Miau! Das ist noch einer dieser Steintafeln, die wir suchen. Hoffentlich erfahren wir durch sie etwas über die sieben Steine. Let's see what it says. Mal schauen, was da steht. Das Bernsteinhorn befindet sich bei einem Koloss von roter Farbe, dem König des Feuerbergs. Ah, zum Hitzeteil also. Da wollte ich sowieso noch hin. Tja, hier geht es um einen weiteren Randstein. Genau genommen, das Bernsteinhorn. Der Feuerberg, das muss der Hitzegrad sein. So. Ja, und wenn wir diesen Koloss von roter Farbe finden können, gehört das Bernsteinhorn uns. Naja, ganz so einfach wird es wohl nicht, aber wenn er uns zum Drachenstein führt, dürfte es das wert sein. Tafel des Hornhorters. Eine seltsame Scheintafel mit einer Inschrift, die vom Bernsteinhorn handelt. Dieses befindet sich bei einem Koloss von roter Farbe, dem König des Feuerbergs. Okay, also wir werden uns da genauer umschauen müssen. Eric und Mida treten aus dem Teleportal heraus und lassen das Verlies hinter sich. Wie schön ist aber immer noch, wir haben ein Gebiet noch nicht erkundet, wir können schon so viel weitermachen. Nee, egal, was soll's. Das sind Informationen über die Missionen. Ja. Aktuelles Ziel, denke ich mal. Würde Sinn machen, ne? Ich denke schon. Oha. Okay. Ja, genau, wir haben das Agonit jetzt. Fürs Bahnhof, im Lavagebiet, da wollen wir jetzt eh hin. Es gibt eine Möglichkeit, ich fange an zu graben. Okay, du gräbst. Und ich teleportiere mich da oben. Zum Bahnhofsplatz. Slash Home. Schatz auf dem Schirm. Trickreich. Herausforderung angenommen. Die Spielhändchen. Die süßen beiden hier. Oh, die gefallen mir. Die mag ich, die beiden. Das sind meine Freunde, ja? Komm, Eric. Wir tauschen nochmal. Und beim nächsten Mal gehen wir dann dem Hitzegrad auf den Grund. Das wird nämlich dann sehr spannend und interessant, denke ich. Achso, außerdem. Das ist Ausrufezeichen, das heißt, neue Bewerber. Matschilda. Knabarbara. Der geile Name, ey. Aber kann doch mehrere auf einmal hier auf der Liste haben. Ah. Na, nee, Matschilda will ich nicht haben. Ablehnen. Aber Mephisto. Was, Mephisto? Was ist das für ein Name? Knabarbara und Mephisto, Mann. Ey, dieses Spiel. Nee, sorry, Mephisto, ich nehm Knabarbara. Yeah! Flap, flap, hi! Sehr gut. Exzellent. Achso, ja, warum nicht? Actually? Wäre das keine so schlechte Idee, wenn wir jetzt eh in das Feuergebiet gehen? Ja. Tun wir rein. Mit dem geilen Namen. Oh nein, das habe ich nicht gespeichert. Man muss es immer speichern. Oh, das ist nervig. Okay, mache ich das eben. Und Freunde, in der nächsten Folge gehen wir dann in das Lavagebiet. Ich hoffe, ihr hattet heute genauso viel Spaß, wie ich es hatte. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn es beim nächsten Mal dann weitergeht hier bei Dragon Quest Treasures. Ich habe noch eine Sache, die ich machen kann. Und zwar habe ich Medaillen bekommen. Die kann ich hier kurz liegen lassen. 3 Stück scheinbar. Hier, die kriegst du. Und Eric hat einen neuen Platz, das heißt, du kannst... Was ist das denn einer? Was ist das? Bitte für einer. Okay. Oder Angriff. Angriff will ich eigentlich haben. Ich will mehr Angriff haben. Dann kriegt Wabelinda einfach den hier. Mehr Geschick. Warum nicht? Boah. Ja.